Ja, moin moin und willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal und zu einem weiteren Planeswalker Deck aus dem Core Set 2020. Und zwar, ja, schnappe ich mir heute einmal das schwarze Planeswalker Deck von Sorin. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ja, wie schon in den anderen Videos, gehen wir heute mal so ein bisschen durch, was da alles in dieser Box oder in diesem Deck enthalten ist. Die ganzen Standardkarten, die Boosterpackung, das Faltblättchen und so weiter. Und ja, wir fangen mal einfach an. Und zwar haben wir bei dem Deck einmal unsere schöne Pappfallschachtel, in denen wir unser Deck reinpacken können. Da passen halt auch unsere ganzen gesleeften Karten wunderbar rein. Mit dem schönen Artwork wie immer vorne drauf. Also auch wenn die jetzt aus Pappe sind, muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefallen die Artworks der Planeswalker Decks unheimlich gut. Ich habe die bei mir auch schön bei mir in der Vitrine stehen, einfach weil es schick aussieht. Und ja, das ist halt das Abbild von Sorin. Und dann haben wir unser 60er Kartendeck von der Farbe Schwarz mit dabei. Wie immer mit ein paar ja, Informationskarten vorne drauf, wo so ein bisschen erklärt wird, was die Planeswalker überhaupt sind. Dann haben wir eine kleine Boosterpackung mit dabei. 15 Karten plus ja, Spielsteinkreatur. Ein kleines Faltheftchen, in dem die Geschichte und der Hintergrund zu unserem Planeswalker ein wenig erklärt ist. Und ja, logischerweise auch mit dabei, aber nicht im Bild, ist der Online-Code, mit dem ihr dieses Deck und die darin enthaltenen Karten halt auch bei Magic Arena spielen könnt und nutzen könnt. Also mit dem Code könnt ihr die dort freischalten und könnt dann halt online gegen andere Leute zocken, falls mehr, ja, falls keiner da ist, mit dem man sonst spielen kann. Eigentlich eine ganz feine Sache und gerade für Anfänger, so wie mich zum Beispiel, ganz gut, weil man da halt auch mal diverse Karten mal ausprobieren kann und ja, die Effekte mal abarbeiten kann und auch mal sehen kann, wie das funktioniert. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal mit unserem Heftchen direkt an und arbeiten uns dann Stück für Stück durch. So, wir haben auf der Vorderseite wieder unseren Planeswalker abgebildet, ne? Hier einmal mit dem Namen Sorin, Fürst der Vampire. Dann ist ja, die Farbe des Mana, also die Mana-Farbe des Decks hier abgebildet. In dem Fall ist es ein reines schwarzes Deck, also ist auch nur schwarzfarbig hinterlegt. Dann die Hintergrundgeschichte. Sorin, Fürst der Vampire. Sorin Markov ist Fürst einer uralten und mächtigen Vampirfamilie auf Innistrad. Er ist Jahrtausende alt und selbst von Angehörigen seiner eigenen Art gefürchtet. Im Kampf ist er für sein Geschick im Umgang mit Schwertern und dem Entzug von Lebensenergie bekannt. Und wenn er eine Bedrohung mal nicht alleine besiegen kann, ruft er einen ganzen Vampirschwarm herbei, der an seiner Seite kämpft. Okay, dann hier oben quasi die Achtung, bevor du loslegst. Dieses 60-Karten-Deck ist spielbereit, also füge nicht sofort neue Karten hinzu. Spiele ein paar Partien, um zu verstehen, wie dein Deck funktioniert und öffne erst dann die enthaltene Boosterpackung. Traditionell habe ich das natürlich wie immer schon vorher gemacht. Ja, dann eine Erklärung, wie man das Deck spielt. Sorin ist noch gefährlicher, wenn er von seinen Vampirgefährten umgeben ist. Rufe hungrige Vampire herbei, um stärker zu werden und die Lebenspunkte deines Gegners abzusaugen. Bahne dir einen Weg zum Sieg, indem du feindliche Kreaturen entfernst. Setze den Gegner unter Druck, bis dessen Lebenspunktestand vollständig aufgebraucht ist. Dann diverse wichtige Begriffe für das Deck. Ne? Todesberührung. Eine beliebige Menge Schadenspunkte, die eine Kreatur mit Todesberührung einer anderen Kreatur zufügt, ist tödlich und zerstört die andere Kreatur. Fliegend. Eine fliegende Kreatur kann nur von anderen fliegenden Kreaturen und von Kreaturen mit Reichweite geblockt werden. Lebensverknüpfung. Du erhältst Lebenspunkte in Höhe des Schadens dazu, der von einer Kreatur mit Lebensverknüpfung zugefügt wurde. Okay, dann auf der Rückseite wieder mal eine kleine oder wieder die bekannte Erklärung, was sind Planeswalker? Kurzer Abriss darüber. Und wie das halt mit den Loyalitätspunkten funktioniert, ne? Also die Planeswalker kommen halt mit einer bestimmten Anzahl an Loyalitätspunkten, die im Prinzip so ihre Art Lebenspunkte darstellen, ins Spiel. In dem Fall ist das hier unten auf der rechten Seite abgebildet.
Die Anzahl an Loyalitätsmarken, mit denen ein Planeswalker ins Spiel kommt, sieht man in der rechten unteren Ecke. Sollte dein Planeswalker all seine Loyalitätsmarken verlieren, kommt er auf deinen Friedhof. Und die Punkte sind natürlich variabel, also man kann durch Aktionen kann man halt Loyalitätspunkte dazu bekommen oder auch verlieren. Und einmal pro Zug, immer wenn du eine Hexerei wirken könntest, kannst du eine der Loyalitätsfähigkeiten deines Planeswalkers aktivieren. Dazu musst du entsprechend viele Loyalitätsmarken hinzufügen oder entfernen. Verwende am besten einen Würfel, um die Anzahl an Loyalitätsmarken anzuzeigen. Okay. Das wäre das. Und dann schnappen wir uns jetzt einfach mal unser Kartendeck. Ne, was ich ja vorhin schon erstmal fokussieren, dass wir das ein bisschen schärfer kriegen. Ne, nochmal. So, das sollte passen. Okay. Also, wir haben hier vorne wieder, wie sonst auch, zwei Karten drauf, bei denen nochmal so ein bisschen erklärt wird, was dieser Planeswalker kann. Und auf der Rückseite von dieser Karte dann eine Kurzübersicht, was in einem Zug gemacht wird. Die kann man sich daneben legen, dann vergisst man das nicht und kann sich dann Stück für Stück, Punkt für Punkt durcharbeiten und lässt sich so durch seinen Zug führen. Dann haben wir auf der nächsten Karte nochmal dargestellt, wie das mit dem Kampfschaden funktioniert. Und auf der Rückseite davon noch einmal, wie das mit dem Blocken und mit dem Angreifen funktioniert. Okay, dann kommen wir zu unseren Standardländern. Von denen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Karten. Diese Anzahl ist in allen Planeswalker-Decks gleich. Also es würde mich wundern, ich habe noch eins hier rumliegen. Es würde mich wundern, wenn in diesem Deck plötzlich 26 oder 24 Standardländer drin sind. Also in diesem ganzen Planeswalker-Deck sind immer 25 Karten drin. Und als nächstes haben wir auch gleich unseren Planeswalker. So ist besser. Sorin, Fürst der Vampire, für 4 beliebige und 2 schwarze Mana, ist eine Mythic Card. Legendärer Planeswalker Sorin. Der kommt mit 4 Loyalitätspunkten rein und besitzt die Fähigkeiten für plus 1 Loyalität. Bis zu eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 plus 0 bis zum Ende deines Zuges oder des Zuges. Für minus 2 Loyalität. Sorin, Fürst der Vampire, fügt einem Ziel deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Du erhältst 4 Lebenspunkte dazu. Ne, also wir machen da direkt Schaden und kriegen dann den Schaden, den wir unserem Gegner oder dem Ziel zugefügt haben, kriegen wir dann halt diese 4 Punkte als Lebenspunktestand zurück. Das ist eine feine Sache. Dann für minus 8 Loyalität. Bis zum Ende des Zuges erhält jeder Vampir, den du kontrollierst, Teppe. Übernimm die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. So. Dann haben wir die Düstermond-Vampirin für ein schwarzes Mana. Kreatur Vampir. Stärke 1, Widerstand 1. Sie besitzt Todesberührung und Lebensverknüpfung. Diese Karte haben wir insgesamt 4-mal im Deck. Dann haben wir, hoppla, als nächstes Sorins Durst für 2 schwarze Mana, Spontanzauber. Sorins Durst fügt einer Kreatur deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Also das, was vorhin auf diesem Faltblatt erklärt worden ist, man klaut dem Gegner einfach ein paar Lebenspunkte, beziehungsweise man verursacht irgendwo Schaden und dann hat man die Möglichkeit, halt diesen zugefügten Schaden halt als Lebenspunkte wieder zurückzubekommen. So, Sorins Durst gibt es insgesamt 4-mal im Deck. Dann haben wir den Bluträuber für ein beliebiges und ein schwarzes Mana. Kreatur, Vampir, Räuber, Stärke 2, Widerstand 2. Solange es dein Zug ist, hat der Bluträuber Lebensverknüpfung. Und den haben wir insgesamt 4-mal dabei. Dunkles Heilmittel ist ein Spontanzauber für ein beliebiges und ein schwarzes Mana. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 1, plus 3 bis zum Ende des Zuges. Also so eine typische Buff-Karte und den haben wir 2-mal dabei. Dann haben wir als nächstes die Vampir-Opportunistin
für ein ganz normal, ganz ruhig, für ein schwarzes und ein beliebiges Mana. Kreatur Vampir, Stärke 2, Widerstand 1. Und für 6 beliebige und ein schwarzes Mana hat sie die Fähigkeit. Jeder Gegner verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Und die Vampir-Opportunistin haben wir zweimal dabei. So, dann kommt als nächstes der wilde Gierschlund für ein beliebiges und zwei schwarze Mana. Kreatur Vampir, Stärke 1, Widerstand 1. Kann fliegen und zu Beginn deines Endsegments und falls ein Gegner in diesem Zug Lebenspunkte verloren hat, lege eine plus 1 Marke auf den wilden Gierschlund. So, den haben wir insgesamt viermal dabei. Dann haben wir die blutdürstige Luftakrobatin für ein beliebiges und zwei schwarze Mana. Kreatur, Vampir, Räuber, Stärke 2, Widerstand 3. Sie kann fliegen und immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege eine plus 1 Marke auf die blutdürstige Luftakrobatin. Na, also relativ günstig und wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele Karten wir vorhin hatten, die auch relativ günstig sind und mit denen man Lebenspunkte dazu bekommen kann, dann hat man hier eine Kreatur, die man, denke ich mal, auch relativ schnell zügig hochziehen kann. Und die haben wir auch viermal dabei. Dann als nächstes haben wir einen Mord für ein beliebiges und zwei schwarze Mana. Und das ist ein Spontanzauber. Und ja, relativ selbsterklärend, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Insgesamt können wir dreimal in diesem Deck morden. Und dann haben wir als nächstes den dürstenden Blutfürst. So ist besser. Für zwei beliebige und zwei schwarze Mana. Kreatur Vampir. Andere Vampire, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Okay. Und den haben wir insgesamt dreimal dabei. Dann haben wir die erste Rare Card. Und zwar die grauenhafte Präsenz. Für drei beliebige und ein schwarzes Mana. Kreatur Nachtmar, Stärke 3, Widerstand 3, ne? Genauso wie unser dürstender Blutfürst gerade eben. Und immer wenn ein Sumpf unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bestimme 1. Du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Die grauenhafte Präsenz fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Ja, auch wieder eine sehr feine Fähigkeit. Also auch wenn ich jetzt nicht unbedingt so der Fan vom schwarzen Decks bin, aber das gefällt mir bisher ganz gut. Dann haben wir hier Sorins Führer für drei beliebige und zwei schwarze Mana. Kreatur Vampir. Auch wieder eine Rare Card. Stärke 4, Widerstand 2. Wenn Sorins Führer ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek und/oder deinen Friedhof nach einer Karte namens Sorin, Fürst der Vampire, durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du auf diese Weise deine Bibliothek durchsuchst, mische sie danach. Also, hier haben wir unsere beiden Vertrauten von unserem Planeswalker. Und als letzte Karte haben wir eine weitere Rare, und zwar den Wachrufer der Toten. Für vier beliebige und zwei schwarze Mana, Kreatur Vogelgeist, Stärke 5, Widerstand 5. Logischerweise als Vogel, er kann fliegen und hat die Fähigkeit für fünf beliebige und zwei schwarze Mana, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. So, das war's. Das ist unser Deck, mit dem wir arbeiten können als schwarzer Spieler. Ich bin mal gespannt, also das werde ich auf jeden Fall noch auch mit ausprobieren, weil gerade so die Möglichkeit halt wieder Lebenspunkte zurückzubekommen, ist eine feine Sache, kann man nie genug haben. Und ich bin mal gespannt. Gut, dann haben wir jetzt als letztes noch unsere Boosterpackung. Und zwar haben wir hier dabei als Spielsteinkreatur einen Geist. Spielsteinkreatur Geist. Logischerweise fliegend und Stärke 1, Widerstand 1. So, und dann kommen wir zu unserer ersten weißen Karte.
Moment des Heldentums für ein beliebiges und ein weißes Mana. Das ist ein Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +2/+2 und Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir als nächstes den Oktoprophet, eine blaue Karte. Und für drei beliebige und ein blaues Mana haben wir eine 3-3-Kreatur. Kreatur Oktopus. Wenn der Oktoprophet ins Spiel kommt, wende Hellsicht 2 an. Dann als nächstes eine weitere weiße Karte. Blendende Aegis für ein weißes Mana, eine Verzauberung und Aura. Verzaubert eine Kreatur. Wenn die blendende Aegis ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Die verzauberte Kreatur erhält +1/+3. Na, also für relativ günstig Geld haben wir die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Verteidigung auf eine unserer Kreaturen draufzusetzen. Schöne Sache. Dann eine blaue Karte. Eingerollte Worte für zwei beliebige und ein blaues Mana ist ein Spontanzauber. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt vier beliebige Mana. Dann haben wir unsere Tiefseeflottenmeuchlerin. Eine schwarze Karte für drei beliebige und ein schwarzes Mana. Kreatur, Mensch, Pirat. Stärke 3, Widerstand 3. Wenn die Tiefseeflottenmeuchlerin ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert und der in diesem Zug bereits Schaden zugefügt wurde. Dann haben wir als nächstes eine weitere schwarze Karte. Skelett aus dem Sanatorium für ein schwarzes Mana. Kreatur Skelett, zwei beliebige und ein schwarzes Mana. Bringe das Skelett aus dem Sanatorium aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Stärke 1, Widerstand 2. Ne, getreu dem Motto, Totgesagte leben länger. Dann haben wir den Silberrücken-Schamanen. Für drei beliebige und zwei grüne Mana, logischerweise deswegen auch eine grüne Karte. Dann Kreatur, Menschenaffe, Schamane. 5 Stärke, Widerstand 4 und er verursacht Trampelschaden. Wenn der Silberrücken-Schamane stirbt, ziehe eine Karte. Dann haben wir eine weitere grüne Karte und zwar den Zentaurenrenner. In dem Fall sieht es aber eher nach einer Zentaurenrennerin aus. Na gut, okay. Na, heutzutage ist es ja so, man darf ja sein, was man möchte. Zwei beliebig und ein grünes Mana. Kreatur Zentaurkrieger. 3-3, also Stärke 3, Widerstand 3. Sonst kann der nix. Dann haben wir eine rote Karte. Zerstörerischer Buddler für zwei beliebige und ein rotes Mana. Kreatur Goblin. Stärke 3, Widerstand 2. Und hat die Fähigkeit für drei beliebige Mana tappen. Opfere ein Artefakt oder ein Land. Ziehe eine Karte. Eine weitere schwarze Karte. Grausamer Auspeitscher für drei beliebige und zwei schwarze Mana. Kreatur Ork Krieger. Stärke 3, Widerstand 3. Wenn der grausame Auspeitscher ins Spiel kommt, fügt er einem Gegner oder Planeswalker deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Kreaturen kontrollierst. Ja, feine Sache. Dann kommt der Hoppeltrottel für drei beliebige Mana, eine Artefaktkreatur Vogelscheuche. Stärke 2, Widerstand 2. Und er hat die Fähigkeit Tappe. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe oder tappe eine Kreatur deiner Wahl hat bis zum Ende des Zuges eine oder mehrere Farben, die du bestimmst. Ja, kann man mit Sicherheit mal anwenden, wenn der Gegner irgendeine Verzauberung auf einer Kreatur hat, die ihn vor einer bestimmten Farbe schützt. Ja, kann man machen. Dann haben wir eine weitere schwarze Karte und zwar Entstellen für ein schwarzes Mana. Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl erhält -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Jo, und dann haben wir eine Mythic Card dabei. Und zwar Omnath, der Sammelpunkt der Turbulenzen. Eine mehrfarbige Karte. Und zwar für ein beliebiges, ein grünes, ein blaues und weil wir es können, ein rotes Mana, haben wir eine legendäre Kreatur. Und zwar ein Elementarwesen. Mit Stärke 3, Widerstand 3. Wenn Omnath, der Sammelpunkt der Turbulenz, ins Spiel kommt, fügt er einem Ziel deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Elementarwesen kontrollierst.
Ja, also wer ein Deck hat, das auf Elementarwesen ausgelegt ist, feine Sache. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf ein Elementarwesen deiner Wahl, das du kontrollierst. Falls du 8 oder mehr Länder kontrollierst, ziehe eine Karte. Okay, dann haben wir den Sumpf als Standardland. Witzig. Also komischerweise beim schwarzen Deck waren in diesem Booster sehr viele schwarze Sachen dabei. Fein, fein, gefällt mir. Und zum Abschluss nochmal eine weitere schwarze Karte. Und zwar haben wir den Dreisten Dieb für 2 beliebige und ein schwarzes Mana. Kreatur Mensch Räuber. Stärke 2, Widerstand 2. Immer wenn der Dreiste Dieb angreift, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Jo. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so unbedingt machen möchte, aber gut, mal ausprobieren, ne? Also für einen Lebenspunkt deine Karte ziehen. Aber schauen wir mal, ne? Wir werden sehen. Okay, also das war's vom schwarzen Planeswalker-Deck. Ich muss sagen, also die Karten gefallen mir sehr gut. Auch das, was ich jetzt hier so aus dem Booster rausnehmen konnte, denke ich mal, ist eine recht feine Sache, kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ich bin mal gespannt, wie sich das Deck so schlagen wird. Und ja, ansonsten, wie immer, wenn euch irgendetwas aufgefallen sein sollte, das ich hier falsch erklärt habe oder was man noch besser machen kann, schreibt das bitte unten in die Kommentare mit rein. Ansonsten freue ich mich immer oder freuen wir uns immer, Fred und ich, ne, wenn Daumen nach oben dabei ist oder beziehungsweise wenn sogar ein Abo da ist. Und ja, ansonsten wünsche ich, falls ihr euch das Planeswalker Deck Schwarz jetzt holt, viel Spaß damit beim Zocken. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Bis denn. Tschüss.